Aber Nutzpflanzen an. Ah, warte mal. Schauen wir noch mal ganz kurz rüber. Anscheinend kann ich ja noch Beeren anpflanzen und so ein Scheiß. Könnten wir unter Umständen brauchen. Okay. Kokosart. Jawohl. Okay. Und wann kann ich die abholen allerdings? Das ist jetzt natürlich die Frage. Wahrscheinlich, wenn ich dann einmal. Warte, Kanto gab es auch Leute, die Pokémon sehen und geschickt im Kampf einsetzen konnten. Ach, die Regionen sind schon damals bekannt gewesen. Okay. Hier wurde noch ein Haus gebaut. Okay. Sagt er interessant, dass da hier so eine richtige kleine Stadt entsteht hier. Oh, süß. Okay. So, einmal wieder zum Grasland. Jo, und dann gucken wir mal dort. Vielleicht kriege ich auch eine Evoli an der Stelle gefangen. Okay. Ist da jemand? Hallo? Buu! Da ist schon dieser Polo. Na, bist du erschrocken? Natürlich bist du das. Schließlich habe ich dich überrascht. Hör mal gut her, es gibt einen Geheimtrick beim Fangen von Pokémon. Die geheime Kunst des Überraschungsmutmanövers. Wenn du von hinten ein Pokéball auf ein Pokémon wirfst und am Rücken triffst, erschrickt es. Es erleichtert dieses Fangen und schafft dir im Kampf gegen das Pokémon einen Vorteil. Überraschungsmanöver. Wenn du einen hinten geworfenen Ball triffst. Okay. Aber zu dem Forschungstrupp, der arbeitet, könntest du vielleicht allen Pokémon der Hisui-Region begegnen. Wünsche auf den Tag, an dem dir das gelingt. Okay. Der hat einen Nebenauftrag für mich. Berühmtheit der Forschungstrupp, der Junge, der vom Himmel gefallen ist. Hör mal, ich habe hier eine ganz tolle Anleitung für einen Köder. Sehr viel Pilzveteran mit 20 Jahren Erfahrung habe ich dieses aromatische Pilzköder entwickelt. Aber jemand weiß meine Anleitung zu schätzen. Doch wenn eine Berühmtheit damit gesehen wird, werde ich sicher auf andere Dauer aufmerksam. Bitte mach meinen Pilzköder überall bekannt. Ich zeige dir auch, wie man ihn zubereitet. Wenn meine Anleitung will, darf sich vom Pilz sammeln. Nicht vom Pilz sammeln drücken. Das ist nämlich das Beste dran. Also dann, finde erst einmal einen C-Pilz. Okay. Alles klar. Das klang für prächtige Töne. Wie in einer Welt erzeugt es die? Wer denn? Okay. Du willst über Zirpurse herausfinden. Du fragst dich doch sicher, wie das diese außergewöhnliche Töne erzeugt, nicht wahr? Kannst du den Pokédex-Antrag sagen, wenn du ihn vervollständigt hast? Okay. Dann gibt es hier sogar Zirpurse. Crazy, crazy stuff. Mal das neue Ponita mal ausprobieren. Okay. Oh, was ist das? Oh, hat verfehlt. Okay, das ist ja gut. Okay, im Moment noch nicht so stark, merkt man allerdings, aber. Also ist es auch gerade an Level 7. Trotzdem hätte ich jetzt ein bisschen mehr Damage erwartet von dem. Aber ich habe auch noch kein richtig gutes. Okay. Okay, bekämpfen mal die Dinger. Ich bin auch ein bisschen immer wieder am gucken, ob ich einen besonderes Shinox finde. Ich kann mir vorstellen, dass es hier sowas wie Dings gibt. Sag mal, Shinies. Okay. Wollte schon sagen, warum ist Glut so stark gerade? Okay. Die Dinger muss ich auch immer einsammeln an der Stelle, darf ich nicht vergessen.
Dip, 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 dip. Ich schmeiß einfach die Dinger im Voraus schon mal ab und dann. Okay. Das war jetzt dieser Effekt. Okay. Aber prinzipiell verstanden, wie das funktioniert. Das ist jetzt ein bisschen stärker anscheinend. Wahrscheinlich zu gering gewesen. Wahrscheinlichkeit. Okay, das ist ziemlich schnell. Oh, da macht er direkt einen Volltreffer, der Sack. Okay. Jetzt mal. Okay, wow. Scheidungs ist wütend. Nein! Oh mein Gott, ich habe Angst. Ich habe tatsächlich Angst. Oh, Pieten Bonita. Wechsel mal kurz mal aus. Vorsichtshalber. Aber so nochmal. Zu unterschätzen tatsächlich die kleinen Viecher da. Immer wieder denke an der Stelle, ja, das sollten wir ganz easy machen an der Stelle. Nee, nee, so easy ist das dann doch nicht. So, jetzt bin ich wieder bei den Ponitas in der Nähe. Ja, let's go. Wird abhauen. Ah, nee, der ist einfach nur ein bisschen weiter. Ja, bleib in der Nähe, bleib in der Nähe, bleib in der Nähe, bleib. Geh nicht weg. Warten wir, bis er seine Deckung nachlässt. Das ist zu weit weg. Ja, ich kann aber auch einfach mal den hier machen. Scheiße, die fliehen tatsächlich, okay. So, jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich hier. Da war damals ein Evoli drin. Ja, da ist nochmal eins drin. Kacke. Okay. Ja, ist gar nicht mal so leicht tatsächlich, das Evoli zu erwischen, weil er doch übervorsichtig ist. Aber ich kann ja auch gleich wieder raus und nochmal mich auf die Pirsch machen am Evoli. So, einfach hier schön weitermachen. Das kriegen wir schön hin. Jetzt hat mein kleiner Boy an der Stelle tatsächlich Biss. K
können wir ja mal zwischendurch einsetzen, tatsächlich. Okay. Okay, die flüchten ziemlich schnell allerdings. Ja, prinzipiell ist es schon lustig. Ich schmeiß dann mal meinen Pokéball raus und dann wäre das renne ich an der Stelle schon los. Ist der überhaupt auf die Idee mal gekommen ist hier mit Stein kaputt machen und alles. Bams! Ah, keine Ahnung, werden das schon mal loslaufen. Das Pokémon ist platt, da geht's. Ah, die würde ich tatsächlich gerne mitnehmen wollen. Eigentlich. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, da einfach weiter zu gehen und dann. Da gibt es auch noch Zugschuhe. Ja, okay. Kriegen wir schon noch. Dupdi-dupdi-du. Ich kann es kaum erwarten, bis ich schon beim Discord schon die ersten Leute habe, die an der Stelle sagen: Ja, ich bin ja schon dort und ich bin ja schon dort und ich habe schon das gemacht und ich habe das gemacht und ich so. Ich stream den Scheiß, ich kann nicht so viel zocken auf einmal. Ja, mein Gott. War schon. Pams. Gut. Anscheinend ist es ganz okay, was ich da habe. Passt schon. So. Sei immer auf der Hut. Fahr dort. Alles klar. Und so. Auftrag. Los geht's. Hallöchen. Wir sind hier. Hallöchen. Jona, das ist Eduard. Oh, ein neues Gesicht. Ja, das ist mir einerlei. Ja, dass du hier bist, heißt, dass du mir helfen willst, richtig? Hallöchen. Ich bin Jona, eine Wächterin des Diamantclans. Weißt du überhaupt, was es mit den Wächtern und dem Diamantclan auf sich hat? Bei Gelegenheit erzähle ich dir mehr dazu. Momentan gibt es Wichtigeres. Und zwar eine Angelegenheit, die du für mich erledigen sollst. Deswegen will ich direkt zur Sache kommen. Traust du dir zu, deine Pokémon kämpfen zu lassen? Das tue ich. Gut, der junge Kerl aus unserer Sicherheitstruppe hat sich an diesen Auftrag nämlich die Zähne ausgebissen. Das ist mein Partner auf Manfaxo. Wir sind zusammen aufgewachsen, da sind wir wie Geschwister. Wir brauchen nicht solche albernen Bälle, um Seite an Seite zu kämpfen. Ah, cool, süß. Okay. Da hat sich Team Galactic Theme an der Stelle. Oha. War ja schon ein heftiger kleiner Boy, muss man schon sagen. Okay, 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 okay. Tanky as fuck. Ha. Das wird jetzt natürlich unangenehm, muss man sagen. Weil das Viech doch sehr tanky ist an der Stelle. Lass mal Biss machen. Ich hoffe mal, dass er auch einen Zurücksetzungseffekt hat. Nee, Zurückschreckung. Puh. Ich will keinen Nuzlocke oder sowas, aber das ist schon knapp an der Stelle. Ja, okay, passt. Okay. Woo! Boy. Mumpf. Soll ich es auf dem Kasten haben, wenn du es mit meinem Faxo aufnehmen kannst? Gut geimpft, mein Faxo. Komm, lass mich deine Pokémon heilen. Ah, ich wollte gerade sagen, entweder gehe ich jetzt zurück ins Camp und lass mich heilen oder von ihr. Sehr gut. Und hier habe ich noch was für dich. Gehört, dass ihr Expeditionsmitglieder aus Materialien aller Sachen selbst herstellt. Wie tagst du das? Wie lieber. Du und deine Pokémon arbeiten wirklich hervorragend zusammen. Und erinnerst mich regelmäßig an den Helden, von dem mir einst als Kind immer erzählt wurde. Dann erinnerst du den alten Legenden.
Gut, ich habe mich entschieden. Ich werde dir den Auftrag überlassen. Es geht darum, das Elite-Pokémon zu besiegen, das auf der Geweih-Anhöhe für Ärger sorgt. Elite-Pokémon ist ein großes, besonders furchteinflößendes Pokémon. Aber das wird dich doch nicht aufhalten, zur Geweih-Anhöhe zu gehen, oder? Ich krieg ein Smartphone an Nachricht. Dein Arceus-Phone scheint auf irgendwas zu reagieren. Habe ich was auf Tinder? Das zeigt dir den Weg, oder? Eine höchst außergewöhnliche Karte. Gehört das auch zu den technischen Spielereien des Galaktik-Expedition? Davon liegt tatsächlich die Geweihanhöhe, so wie der Karte es zeigt. Okay. Für einen Neuling war schon so mit der Liste einen echt kompetenten Eindruck. Ja, hast du eigentlich schon von der ehrwürdigen Sinnoh gehört? Aha. Nicht wirklich, tatsächlich. Stimmt, woher auch? Dann lass mich da das Wichtigste erklären. Das ehrwürdige Sinnoh herrscht über den Fluss der Zeit und wird als Schöpfer des gesamten Universums angepriesen. Es ist ihm zu verdanken, dass Hisui entstand und nun den Pokémon als Lebensraum dienen kann. Der Diamantkleid hat den weiten Weg über das Meer auf sich genommen, um sich hier in Hisui niedergelassen, um das ehrwürdige Sinnoh zu verehren. Leider hält sich das ehrwürdige Sinnoh seit uralten Zeiten versteckt. Man sagt, es würde sein Antlitz so gut wie niemanden offenbaren. Allerdings gibt es Pokémon, die noch eine Verbindung zu ihm haben. Und diese Pokémon kümmern sich Wächter und Wächterin wie ich. Eines dieser Pokémon lebt auf der Geweihanhöhe. Es ist Teil einer Blutlinie, die einst mit dem Schutz des ehrwürdigen Sinnoh gesegnet wurde. Gehen wir zu ihm. Ehrwürdige Sinnoh. Jetzt halte ich schon mal Staralili bereit. Okay. So, Wundstoß probiere ich mal, weil ich möchte nicht unbedingt den killen. Und ich habe es gekillt. Wow. Ziemlich easy an der Stelle sogar. Geht halt nicht besonders viel aus. Ich sehe schon noch was. Schwer zu fangen, die Biester, wie es aussieht. Schön von ihnen erwischt. Aber die Pokébälle darf ich nicht so durch die Gegend schmeißen, merke ich gerade. Okay. Okay, hier gibt es irgendwelche Pflanzen, die ich nicht kenne. Schutzblume. Fix platt. Machen wir hier an der Stelle mal ein bisschen leveln. Die Dinger geben eigentlich an und für sich ganz gute XP dafür, dass sie eigentlich mit einem One-Shot immer sind. Okay, und auch wenn ich die Pokébälle von meinem Pokémon an der Stelle auf den Rücken schmeiße, dann hat das einen positiven Effekt. Okay, ich dachte, das wäre jetzt tatsächlich nur beim Fangen tatsächlich nur. Okay. Okay, ja, wir lassen gar nicht weiterlaufen. Wahnsinn. Okay, cool. Ich kann tatsächlich ein bisschen mit Pokébällen um mich schmeißen. Dafür, dass es. Ich weiß nicht. Also, ich bin immer noch ein bisschen der Vertreter von. Es sieht. Ist es eigentlich gar nicht so schlecht, das Spiel. Also, ich.
merke natürlich, klar, die Grafik könnte alles ein bisschen besser sein. Aber allein diese Vorstellung, dass ich dann einfach zu einem Pokémon hinrenne, ihn einen Pokéball um die Ohren schmeiße und er dann entweder gefangen oder von mir angegriffen wird, in einen Pokémon-Kampf verwickelt, ist schon cool. Ah, scheiße, ist geflogen. Weil das alles so ein bisschen so semi-aktiv ist an der Stelle, ne? Also dass ich hier Pokémon rausschicke, dann kämpft er dann erstmal. Ah, währenddessen kann ich anfangen loszulaufen. Das Abrafang wäre nice, aber muss nicht sein. Ja. Abra gefangen. Nice. Okay, jetzt ist es Nacht. Jetzt ist es gefährlich wahrscheinlich. Jetzt kommen andere Pokémon raus, denke ich mir. Schade. Wenn er mich sieht, dann flüchtet er. Okay. Da kann ich mir vorstellen, ich werde jetzt andere Pokémon begegnen. Auch eventuell stärkere Pokémon. Aber zum Beispiel jetzt schon an der Stelle ein Staraptor, glaube ich. Oder zumindest ein Staravia. Also nicht ohne schon mal. Vielleicht gehe ich zumindest mal her an der Stelle und mache mal die Markierung rein für ein komisches Viech. Na komm, na komm, na komm, na komm. Einen Abra habe ich gefangen, aber schade, fliegt noch ziemlich schnell tatsächlich. Okay, 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 okay. Zubats! Okay, cool. Let's go. Okay. Bei Nacht kommen andere Pokémon raus und so. Sehr interessant. Gefällt das ganze System ganz gut, tatsächlich. Okay. Ich werde jetzt aber erstmal tatsächlich besiegen, weil ich einige Einträge gerne haben will. Bewege mich einmal komplett um diesen ganzen Hügel herum. Ups. Ja, da decken die mich ziemlich schnell tatsächlich. Ich habe auch Level 11 tatsächlich. Also schon gehobenes Niveau in Anführungszeichen hier. Ja, probieren wir mal zu fangen an der Stelle. Aber der Grind ist gut. Der Grind gefällt mir ganz gut tatsächlich. Wird mir auch öfters geben, denke ich mir. Wird auch mal hier und da mal, denke ich mal, ein Momentchen geben, wo ich dann tatsächlich auf Dings spiele. Offline, offscreen, wie auch immer. Okay, da war ein böses Monster.
Erstmal mache ich noch mal fix den weg, bevor er vielleicht irgendwelche Laute gibt und den anderen aufmerksam macht auf mich oder sowas. Kann ich mir bei dem Spiel echt gut vorstellen, diese Mechanik. So, dann haben wir hier das nächste böse Viech. Alles klar. Mal gucken, dass wir noch ein bisschen leveln tatsächlich. Also ich habe ja mal hier und da mal ein paar Viecher, die sind echt absolut easy. Die kriege ich hier geone-shot und dann habe ich mal ein paar Viecher, die machen mir doch tatsächlich mal kurz Sorgen. Mal Faxo eben hat mal kurz einen Reality-Check mal mir eben gegeben. Hat mal ganz kurz gezeigt, Achtung, Achtung, hier laufen auch Viecher rum, die sind unter uns schon echt gefährlich. Ach, die Pflicht nehmen wir sofort. Hm. Ein Bidifass? Oh, Bidifass, cool. Okay. Das also war mir schon fast klar, dass der an der Stelle hier relativ heftig wäre. Nicht gedacht, dass das so heftig ist. Hm. Okay. Feuerstein. Okay. Entwicklungssteine sind ja ein Thema offensichtlich. Hm. Okay, 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 okay. The grind is real. Oh, ist cool. Okay, also wenn ein Baum wackelt, ist da tatsächlich ein Viech drin, okay. Gucken, was da oben ist an der Stelle. Okay. Das ist aber echt der Wahnsinn, Alter. Ich schmeiß ein Pokémon in die Richtung. Oh, scheiße. Shinox ist platt. Well. Und schmeiß ein Pokémon in eine Ecke und schmeiß das andere Pokémon in die andere Ecke und kämpf mit dem Pokémon dann. Das ist schon irgendwie interessant, wie gesagt. Also ich finde... Ah, verfehlt. Scheiße. Die sind schon recht heftig mittlerweile, ja. Die machen schon ordentlich Schaden mittlerweile. Ja, schade. Und wahrscheinlich bin ich die Zeit jetzt fressen an der Stelle. Ja, aha, aha. Na, müssen wir vielleicht tatsächlich mal kurz in die Base, meine Base chillen, Alter. Tatsächlich mal kurz in die Base hier zurück. Staravia. Also wenn er fighten will, dann lass mal ihn nochmal fighten hier. Okay. Flucht. Jetzt gibt's hier überall Staravia und so ein Scheiß, Alter. Und Kleinsteins, okay.
Warte, was? Ich kämpfe gerade gegen beide gleichzeitig. Okay. Aber machen wir ein Kleinscheinblatt hier. Fuck. Fuck, das sieht nicht gut aus. Das ist ein Problem, das ist ein richtiges Problem. Alter. Dann verfolgt mich der Drecksack, Alter, bis zu diesem Kleinstein vor. Oh mein Gott, der sweept meine Gruppe, Alter. Oh shit. Oh shit, Staravia. Fuck. Okay. Ich versuch das Kleinstein noch zu fangen. Komm schon, Kleinstein, komm mit. Sei kein Schmock. Okay. Oh, komm schon. Let's go. Okay, kann ich jetzt flüchten ohne Konsequenzen oder? Nee, flüchten. Na komm, komm. Alter, das Viech ist mega brutal. Okay, geh weg. Ich könnte mir das Item mitnehmen, was da liegt. Damn. Motherfucker. Ja, hau ab. Geh weg. Gut. Okay. Glanzstein. Na, wie krieg ich den da? Ja, sehr gut. Okay. Er hat mich fast das Ding gesweept, Alter. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Wahnsinn, jetzt bin ich fast platt gemacht, ey. Puh, Mama Mia. Okay, es gibt auf jeden Fall jetzt einen Tag-Nacht-Zyklus und sowas. Und ich gucke jetzt auch nochmal nach dem Evoli. Und ich mache mir noch kurz mal einige Pokébälle. Alter, das war gerade scary. Das war gerade richtig derbe scary. Okay. Server kann nicht weit fliegen, dafür ist der Erfolgsrate hoch, wenn er einen unaufmerksamen Pokémon trifft. Okay. Aber wir können die mal basteln. Okay. Hier nämlich auch dunkel tatsächlich, dass da hier. Dass es tatsächlich so ist, dass auch bei Pokémon Diamant und Pearl es einen NPC gibt, der konnte tatsächlich nach alter Kunst sozusagen Pokébälle herstellen und hat sie auch welche gegeben an der Stelle. Okay. Mhm. Okay. Nach wie vor mega gefährlich, muss ich trotzdem aufpassen, ab und zu mal. Okay, wenn du mich betten willst. Ich gucke auch immer mal wieder jetzt gleich. Weil wie gesagt, ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, übrigens nice. Dass ich jetzt bald auf Viecher treffen könnte. Erstens, die etwas level stark sind, wo ich echt aufpassen muss. Und zweitens, wo eventuell sogar, wenn es Shiny gibt, dann auch Shiny sind, ne? Würde ich mir jetzt ein bisschen anschauen wollen. Also jetzt nicht jedes Scheinungs auf diesem Planeten platt machen, aber so ein bisschen vermeiden halt an der Stelle.
Okay, komm schon, komm schon, komm schon, Evoli. Boah, so anstrengend. Jetzt habe ich endlich mal ein Evoli gefangen von den Tausenden, die ich da verpasst habe. Gefühlt Tausenden. Okay, der Schwerball ist wirklich schwer. Wirklich gucken an der Stelle, dass ich den so nah wie es geht erreiche. Wow. Die fliegen wirklich nicht weit. Aber okay. Relativ viel liebend, okay. Ich hätte gedacht, die greifen mich an, aber passt. Jetzt hat ein Pony da noch, ein Dings noch, was noch böse ist. Da nochmal. Glaube nicht, dass da noch ein Evoli rumfleucht und kreucht. Ich glaube, das ist immer ein Evoli, das man hier fangen kann. Soll ich mal ganz vorsichtig mal mich auf den Weg machen zu dem Galopper und gucken, was der für ein Level hat. Dann mal die Folge beenden, die läuft jetzt relativ lang und wahrscheinlich eben mal ein Two-Parter draus machen müssen. Eieiei. Aber geil sieht's aus. Riesenviech tatsächlich, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Heieiei, Level 40 vor allen Dingen. Okay, will weg, will weg, will weg. Wenigstens kannst du eigentlich relativ angenehm flüchten. Trotzdem krass. Okay, Level 40. Hat es geschlafen? Das ist auch geschlafen, okay. Cool. Tatsächlich, oh, und Films jetzt erwartet, dass es jetzt wie bei Breath of the Wild mehr oder weniger stumm ist die ganze Zeit oder mehr oder weniger Ambiente ist. Das ist okay. Ich sag mal, sehe ich ja meinen Spaß gerade. Ist einfach nur lustig, dass ich einfach einen Pokéball schmeißen kann, dann macht mein Viech, klopft den Baum einmal ab an der Stelle. Währenddessen fordere ich dann dieses Viech hier heraus. Ah, sind zwei Viecher jetzt an der Stelle. Also wenn ich die gleichzeitig erwische, beziehungsweise wenn die da ziemlich nebeneinander stehen, dann greifen die gleichzeitig an. Okay. Nice to know. Alles gut. Nice to know. Und dann lassen sie manchmal was fallen. Schön. Okay. Okay, nice, nice, nice. Hey, Bidiza.
Das ist einfach lustig. Ich schmeiße aber Pokéball weg. Das Viech sammelt für mich meine Items, die ich haben will. Bisschen priorisiert natürlich nach dem Level. Werfe ich die an der Stelle. Die brauchen noch das bisschen XP, was sie da kriegen. Es war nicht viel, aber ist XP an der Stelle, ne? Kleinvieh macht auch Mist. Läuft bei mir. Auch wenn es jetzt nicht vom Element passt, aber geht trotzdem mal her. Machen wir den Bamelin hier mal einen auf die Fressen. Das ist auch zum Beispiel eine neue Fähigkeit, glaube ich. Also da, wodurch er mehr Schaden anrichtet. Ah, okay, das ist cool. Okay, aber prinzipiell cooles Prinzip. Bin noch ein bisschen vorsichtig mit meinen Aussagen, weil ich an der Stelle echt einfach nur gespannt bin, was wir noch so für Viecher zu sehen bekommen, wie das Ganze sich entwickeln wird, das Spiel und alles. Und ich freue mich, Pokémon zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Ah, schade. Hat mich gesehen. Ich bleib hier hinter dem Stein. Du machst das schon. Ich glaube an dich. Ich verstecke mich hinter dem Stein und sage: Hey, mach mal ein Blattwerk. Hey, komm schon. Schaffst das. Ich glaube an dich. Das ist mein vollstes Vertrauen, Kollege. Vollstes Vertrauen.